Cut. Entschuldigung. Ich bin halt einfach ein putziger Boy. Das stimmt. Kritiker könnten ja jetzt behaupten, dass es völlig untrue ist, was ihr macht, ne? Das ist auch tatsächlich richtig untrue, was wir machen. Das stimmt, aber Kritiker sind uns auch ein bisschen egal. Herzlich willkommen zum Shepherd Talk. Ich bin die Chrissy und heute sind virtuell zu Gast bei mir ein Teil der Regensburger Band Alchemist, und zwar der Basti, seines Zeichens Gitarrist, und der Anthony, Sänger und Gitarrist. Servusle Jungs, grüßt euch. Hallo. Hi. Ich hoffe, bei euch ist alles gut und natürlich erstmal Prost. Prost. Ich freue mich ja immer, wenn ich Bands interviewen darf. Das kommt ja momentan nicht so oft vor. Von daher umso besser, dass wir uns heute treffen. Steigen wir doch gleich mal ein. Ihr habt jetzt mittlerweile irgendwie schon 3 Singles draußen, habt euch aber erst im November 2020 neu gegründet. Also irgendwie euer erster Insta-Post war am 5.11. und seitdem geht es irgendwie ordentlich ab. Also ihr habt mal nachgeguckt, ihr habt irgendwie 8.000 monatliche Spotify-Hörer und bei den ersten 2 Singles waren schon irgendwie 40.000 Streams am Start. Ist ziemlich geil. Ja. Erzählt mir mal ein bisschen aus eurer History, wie das mit eurem vorherigen Projekt war und wie das dann zu Alchemist kam. Okay. Also ganz eigentlich haben wir angefangen 2013. Da war er noch gar nicht dabei. Ja. Damals hieß die Band noch Obscene. Mhm. Und das war ein ganz spontaner Einfall. Wir dachten halt, hey, Obscene klingt cool. Und das war es eigentlich, ne? Es ist obszön und das Wortspiel mit der Szene, also eben Scene, deswegen war das S auch groß, Obscene. Ja, lustig, ne? Das wusste ich noch gar nicht, siehst du? Wirklich nicht? Nee, okay, nicht. Cool. Geil. Und ja, wir waren damals jung und dumm und naja, jetzt sind wir halt alt und dumm, aber deswegen haben wir auch den Namen geändert. Damals waren wir 5 Jungs, die irgendwie schon Bock auf Musik hatten, aber noch nicht wirklich wussten, was wir machen wollen. Also haben wir einfach mal gemacht und rauskamen halt ein paar Songs, die wir schon ganz cool fanden. Was im Nachhinein sich daraus herausgestellt hat, dass wir es nicht mehr so cool fanden und deswegen diese Umbenennung. Wir haben das Konzept umgeworfen, wir haben die Songstruktur und die Songstilistik umgeworfen und dann dachten wir, okay, wir machen auch gleich einen anderen Namen, weil es passt ja gleich zusammen. Also haben wir im November gesagt, okay, Alchemist. Das war dann tatsächlich auch ein bisschen von meiner Warte ausgehend, weil ich bin 2015 in die Band gekommen, im Ende 2015, also jetzt auch schon seit über 5 Jahren. Und ich fand den Bandnamen von Anfang an nicht so mega gelungen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und hatte von Anfang an ein bisschen rumgemeckert. Und weil wir dann so lange Live-Pause gehabt haben und beschlossen haben, hey, das Album wird komplett neu, wir stellen die ganze Musik um und machen was wirklich Neues, Frisches, habe ich dann nochmal eingeworfen, ob wir uns da nicht umbenennen wollen und wirklich einen Cut machen, die alten Sachen nicht mehr spielen und dann nur noch unter neuem Namen starten. Und dann ging eben die Suche nach einem neuen Namen los. Und das haben wir dann in einem besoffenen Abend irgendwann mal beschlossen, dass wir uns umbenennen und dann, wie wir uns umbenennen. Und so war dann Alchemist eigentlich geboren. Ja, weil keine gute Story fängt mit einem Salat an, ne? Ganz genau. Die besten Sachen passieren besoffen, das stimmt, ja. ihr habt mal noch als Obscene auf dem Metal United Festival in Regensburg gespielt, kann das sein? Ja, ich meine, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, das war 2017 und ich meine, da habe ich euch schon gesehen. Ja, das tatsächlich, ja. 2017 waren wir im Metal United, da hatte ich gerade einen Motorradunfall davor und deswegen beide Hände eingebunden und habe unter Schmerzmitteln und Bier. Ach, krass. Tatsächlich sehr high gespielt. Sebi war total weggetreten, aber er hat den Gig gespielt. Ja. Also irgendwie hat er es geschafft und es war ein hammergeiler Gig. Also es war. Hat Spaß gemacht. Metal United war cool. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, lustig, dass du da auch da warst, wie es sich so trifft, gell? Ja, ich war als Presse da damals. Ah. Für Oldschools noch. Macht das ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ja, voll geil. Also. Ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern von damals, aber ich weiß, dass ihr sehr, sehr Metalcore-lastig damals noch unterwegs wart. Ne? Also eher so fast schon eher klassisch im Metalcore-Bereich, oder? Das stimmt. Also wirklich so Standard-Metalcore, könnte man jetzt sagen, waren die alten Sachen. Caliban, Heaven Shall Burn, Park. Also nicht das
nicht um das jetzt schlecht zu machen, aber es war Standard-Metalcore, nichts besonders Aufregendes oder Neues in dem Sinne. Ja. Genau. Okay. Wir haben quasi unsere Einflüsse genommen und sie auf unsere Art geschrieben. Also es war nichts Neues, ja. Mich hat eine Fanfrage erreicht, der Jonas aus unserem Team. Der hat gesagt, Mensch, Chrissy, voll geil, dass du heute das Interview mit Alchemist machst. Und hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die würde ich euch gerne vorspielen. Und da stellt er eine Frage. Jetzt muss ich mal gucken. Ich halte das einfach mal daran, ob das so funktioniert. Schauen wir mal. Servus, ihr Alchemisten. Da ist der Jonas, a.k.a. Shepherd Cooking vom Shepherd Core Team. Und ich habe eine Frage, die mir ziemlich unter den Nägeln brennt. Und zwar ist das... Was ist eurer Meinung nach der Needful an Needful Merch, den man unbedingt in seinem Portfolio haben sollte? Also sprich der Artikel, der eigentlich niemand braucht, aber den ihr unbedingt dabei haben müsst und den ihr unbedingt an den Mann bringen wollt. Boah, haben wir sowas überhaupt? Vielleicht noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Eine gute Frage, weil wir sind ja, was Merch angeht, momentan noch nicht ganz so krass aufgestellt. Wir haben ja eigentlich nur zwei T-Shirts, die das gleiche Design haben, nur einen anderen Schnitt. Die habt ihr auch selber gemacht, ne? Ganz genau, die haben wir nämlich auch selber gemacht, weil wir drucken die auch selber. Die sind handgedruckt vom Alex, unserem Bassisten, der auch gleichzeitig unser Geldmanager ist. Also der macht alles, was die Finanzen angeht. Mhm. Wir haben jetzt auch eine GbR gegründet und das läuft alles über ihn. Und er und Fabi drucken diese T-Shirts. Also wenn ihr die kauft, sehr gerne, schaut auf alchemist.com vorbei, dann sind die handgedruckt. Und deswegen sind es noch nicht so viel Auswahl, aber wir haben echt vor, die Palette noch zu erweitern mit Caps und Beanies, würden wir gerne machen. Wir haben auch schon ein paar Masken gemacht, für mich. Also ich habe auf ein paar Bildern, glaube ich, auch schon eine Alchemist-Maske auf, was auch definitiv noch ansteht. Jetzt, wenn man mal an so ein Merch-Equipment-Ding denkt, wo man sich denkt, das wäre irgendwie mal cool, so ein Bierhalter, so ein bedruckter oder so. Wir hatten. Ist aber eigentlich nicht cool genug, dass man es in Massenproduktion gibt. Du wolltest doch Alkohol. Wolltest du nicht Whisky machen? Hast du da nicht was gesagt? Ach ja, ich habe überlegt, meine Großeltern sind Schnapsbrenner gewesen. Und ach krass, okay. Ich habe überlegt, ob wir das auch machen, weil ich da so ein bisschen was mitgenommen habe und wir unser Getränk dann Alkemist nennen. In Pink, bitte. In Pink natürlich, genau. Was sonst? Würde sowas gehen mit Lebensmittelfarbe wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht. Oder die Flasche ist halt pink oder das Etikett oder sowas. Aber es müsste auf jeden Fall Alchemist heißen, weil da Alkohol drin ist natürlich. Also ich fände es sehr geil, ne? Überlegt euch das mal. Vielleicht macht ihr irgendwann nicht mal nur Specialist. Du, ich finde es immer noch geil. Wir überlegen es uns. So geil. Ja, Jonas, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Gib bald Schnaps. Für alle, die jetzt gerade live beim Dark Siffler Stream zuschauen, vielen Dank bis hierhin. Checkt auf jeden Fall das ganze Interview aus auf unserem Shepherd Core YouTube-Kanal und lasst den Jungs von Alchemist auch einen Like da. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den Dark Siffler Stream angeschaut habt. Freut mich, dass ihr da seid. Wenn ihr Bock habt, das ganze Interview mit mir und dem Anton zu sehen, dann schaut rüber auf den Shepherd Core Kanal. Würde uns freuen, euch da zu sehen. Auf was ich eigentlich hin wollte, ihr habt aber auf eurem YouTube-Kanal noch ein eigentlich obszen Video von We Are Gods aus 2017 drauf, ne? Das stimmt, ja. Warum habt ihr dann gesagt, okay, das bleibt aber drauf? Das lag vor allen Dingen daran, dass das der erste und einzige Song von obszen war, an dem ich beteiligt war. Okay. Als ich 15 in die Band gekommen bin, haben wir eben den We Are Gods dann, ich glaube, 16 geschrieben um den Dreh. Ja. Und 17 aufgenommen und da war ich dran beteiligt und das war das erste, was auch so ein bisschen meine Handschrift trägt. Und das war der einzige Song, den wir von den alten Sachen als erhaltenswürdig beachtet haben. Also die anderen Sachen haben wir gesagt, sie sind nicht mehr unser Level, auf dem wir uns präsentieren wollen und deswegen löschen wir auch alles. Wir haben ja die komplette Instagram-Seite, Facebook-Seite, YouTube-Seite, alles platt gemacht. Da ist ja auch nichts mehr drauf sonst. Und We Are Gods war das Einzige, wo wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen einen Übergang schaffen zu dem Neuen und das jetzt nicht komplett alles löschen, was wir waren, weil es war auch damals schon cool und wir hatten damals viel Spaß und dementsprechend war das ganz gut, dass wir den behalten haben.
Ja, wir haben schon stilistisch auch viele Einflüsse auf We Are Gods, die wir auch in unserem Album haben. Allein dieses kleine Break mit diesen Trap-Elementen und diesem elektronischen Schlagzeug, das hatten wir in der EP einfach nicht. Aber im ganzen neuen Alchemist eben schon. Wir haben ja einen ganzen Song, der auf einem Trap-Muster aufbaut, und das hatte We Are Gods auch. Also haben wir gedacht, okay, wir lassen den drauf. Der spiegelt eigentlich noch das wieder, wofür wir stehen. Ja, voll gut. Der hat auch ein ziemlich episches Ende. Hab vorhin noch mal reingehört. Ziemlich cool auch. Ja, das stimmt. Das haben wir früher sehr gerne gemacht. Da ist auch noch ein Song auf dem neuen Album, das dann kommt, das auch so ein episches Ende hat. Mindestens einer. Ja. Mindestens so episch. Hör ich da Album? Ja. Ja, schon. Aha, wann und wie? Gibt es irgendwelche Inside-Informationen? Das Ganze, wir wollten dieses Album, wir haben das aufgenommen Anfang 2020, kurz bevor die ganze Corona-Pandemie-Geschichte angefangen hat. Ach krass, das waren noch Zeiten, vor über einem Jahr jetzt mittlerweile. Wir waren im Studio 2 Wochen und haben ein Album aufgenommen, was ja eben den Neuanfang von Alchemist so begründen sollte. Und wollten es relativ schnell veröffentlichen, und dann kam Corona und damit keine Live-Shows und nichts, mit dem man es promoten könnte. Deswegen haben wir gesagt, wir verschieben das Ganze nach hinten und arbeiten jetzt erstmal mit Singles, wovon jetzt ja 3 draußen sind eben. Und geplant ist, dass noch weitere 3 Singles kommen. Genau, 3 Stück. Noch 3. So ungefähr im 2 Monats, im 8 Wochen Abstand, wie wir es bis jetzt auch gehalten haben. Das heißt, die nächste wird Anfang Mai rauskommen und dann Ende Juni und dann noch im August eine. Und Albumveröffentlichung ist im September geplant. Ich habe das genaue Datum, muss ich jetzt ehrlich sagen, nicht im Kopf. Aber Anfang September ist Veröffentlichungsdatum vom Album. Ich würde mal sagen, die Leute, die kriegen das ja spätestens dann auch bei uns mit. Wird auch bald dann das direkte Datum veröffentlichen wir bald. Das war schon in Planung, bevor es mir jetzt gerade rausgerutscht ist. Lasst uns doch gleich mal ein bisschen über euer Songwriting quatschen und auch vor allen Dingen über eure CI, die ist ja sehr pink und ihr arbeitet viel mit Neonfarben und so weiter und so fort. Erklärt mir doch mal, wessen Idee war das und wie seid ihr da drauf gekommen? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass für die CI vor allen Dingen der Fabi, unser Sänger, verantwortlich ist. Der ist ja Mediendesigner und der macht alles, was bei uns mit dem Design vom Logo, vom Schriftzug, das Albumcover, das jetzt dann kommt, die ganzen Single-Covers, das macht alles der alles, Fabi. Alles, was du auf Instagram siehst, ist von alles, ihm. Alles, was auf Instagram ist vom Fabi. Auch alle Fotos sind von ihm bearbeitet. Und ach, krass. Das ist alles von ihm. Also da dicke Props auch an Fabi. Ohne ich wollte es gerade sagen, der hat es schon gut drauf. Ja. Definitiv, ohne den wären wir auch rein optisch nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Und die Idee dazu kam, würde ich fast sagen, von Fabi und mir zusammen, weil Fabi viel in der EDM-Techno-Schiene unterwegs ist und ich noch, genau wie er, in der Trap, Deutsch-Trap-Szene, ich meine, man hört es ja auch an unserer Musik, und dass wir da ein bisschen affin sind, und wir wollten was nicht Metal ist. Das ist eine... Ich weiß nicht warum, ich habe da eine gewisse Abneigung durch meinen Freundeskreis und so mitbekommen zu diesen Oldschool-Metal-Sachen, die nicht, es ist alles, hat seine Daseinsberechtigung, aber wir wollten uns davon ein bisschen absetzen. Kein Schwarz. Wir haben auf Biegen und Brechen versucht, Schwarz zu vermeiden und haben versucht, die nicht metaligste Farbe zu finden, die es gibt. Klassiker. Und das war in dem Fall Pink und haben uns gedacht, okay, wir machen das aber nicht so ein JBO-Pink, sondern versuchen das in einem neuen Gewand zu bringen und einfach, dass es cool aussieht. Ja. Kritiker könnten ja jetzt behaupten, dass es völlig untrue ist, was ihr macht, ne? Das ist auch tatsächlich richtig untrue, was wir machen. Das stimmt, aber Kritiker sind uns auch ein bisschen egal. Also wir sind in dem Fall gerne untrue und ich hab, also das ist gewollt auch untrue. Ja, ja. Anthony Dio hat das ja mal gesagt, so zum Thema Songwriting, if it sounds cool, we'll take it. Also ihr versucht ja irgendwie so frei wie möglich zu sein und ganz verschiedene Elemente einzubauen und so. Wie könnte man denn sagen, von wem kommt was oder wer ist denn so der Main-Songwriter bei euch?
Das ist unterschiedlich. Also bei dem Album gab es jetzt tatsächlich mehrere Songwriter. Jonas hatte mal eine Idee für den ganzen Song und wir haben den quasi fast übernommen. Ich habe einen Song, dieser AMR, der jetzt kürzlich rauskam, der ist quasi komplett von mir. Die Jungs haben ihn für gut befunden und sagen, ja, okay, wir nehmen ihn. Ja, also es gibt nicht diesen einen Main-Songwriter. Die einzige Sache ist, ich bin Audioingenieur oder ich versuche es zu sein zumindest und habe hier quasi alles da. Also du siehst es quasi alles nicht, aber da ist eine Gitarre, da sind nochmal 5 Gitarren, hier ist ein Keyboard. Quasi alles, was songwriting-technisch passiert, passiert bei mir. Bloß die Ideen kommen von woanders her. Also irgendwie muss alles durch meine Hand, aber das heißt nicht, dass ich der Einzige in der Band bin, der das macht. Nein, es sind schon irgendwie alle 5 beteiligt. Aber er hat den größten Anteil, also da stellt er sich jetzt gerade ein bisschen unter den Scheffel. Er hat schon, ich würde mal sagen, 60-70% des Albums stammen aus seiner Feder. Und zwar aus seiner alleine. Von daher. Ja, okay. Ich gebe es zu. Bist du gerade ein bisschen rot? Ja, ist das Bier. Ach so, ja. Also ich find's auf jeden Fall mega cool, dass jeder von euch so seinen eigenen Part hat, ne? Also der Fabi macht so das ganze Mediengestaltungszeug, was ihr meintet. Anthony, du machst den ganzen Audio-Krempel. Der Jonas macht irgendwie alles, was mit Videoproduktion zu tun hat. Noch nicht so lange, kürzlich erst. Ah ja. Okay. Der Jonas ist eigentlich erstmal nur Schlagzeuger gewesen und hat sich dann die Rolle als Bandmanager angeeignet, was er wirklich gut kann. Der Jonas ist ein Organisationstalent. Wenn wir ihn nicht hätten, dann wäre das alles, ihr würdet gar nicht von uns wissen. Du hast es wahrscheinlich auch in der Vorbereitung zu dem Interview jetzt gemerkt, dass alles über den Jonas ging. Es ist einfach. Und dann hat er sich mal versucht an einem Video, weil er sich dachte, hey, wir können, es kann nicht sein, dass wir 1.000 Euro für Video zahlen, das ich eigentlich auch machen kann. Und siehe da, ja, er kann das auch machen. Das erste Video war zu Mannequin eben. Das hat er dann quasi aufgenommen mit einem Kumpel von uns und alles im Alleingang geschnitten. Und das ist so gut geworden, das kam richtig gut an. Dann ist er jetzt quasi unser Video-Guy, nehme ich mal an, für die nächsten Projekte. Das komplette Mixing und das Mastering habt ihr oder hast du dann auch selbst gemacht? Nein, diesmal nicht. Diesmal habe ich die Aufnahmen gemacht, zusammen mit einem Freund von uns. Der hat die Schlagzeugaufnahmen gemacht, ich habe die Gitarrenaufnahmen gemacht. Und gemischt haben wir es lassen von einem, der heißt Aljoscha, das ist der Mischer und Master von Pitchback Recording. Ganz genau. Der hat auch Eskimo Cowboy unter anderem gemacht. Ja. Ich vertraue ihm, er ist definitiv einer der Besten, die ich kenne und dem habe ich dann alles geschickt zum Mischen und Mastern. Aber viel ging also davor über uns, vor allen Dingen über ihn halt auch. Das ganze Cutten, was ja ein riesengroßer Teil vom Aufnahmeprozess ist, dass da die ganzen Störgeräusche rauskommen und die Gitarren die richtige Länge haben und so weiter, hat er gemacht. Und da hat er viel Arbeit reingesteckt und wirklich uns einen Haufen an Geld auch gespart, weil er es machen konnte. Ja. Sag mal, Basti, das mit deinem Maskenthema, ne? Zufall oder Verschwörungstheorie? War klar, dass die Frage kommt. Tatsächlich reiner Zufall. Ich hatte das, als wir das 2019, die Band-Namensänderung beschlossen haben, habe ich beschlossen, jetzt ab da dann eine Maske aufzuziehen. Wenn wir eh alles komplett neu machen und neue CI und alles neu. Ich bin ein riesengroßer Alpha Wolf-Fan. Ich weiß nicht, ob euch dir die Band was sagt. Ja. Das sind Australier und der Gitarrist von denen trägt eine Maske und ich finde es einfach cool, mir gefällt es gut und habe das dann beschlossen, dass ich auf allem, was mit der Band zu tun hat, was jetzt nicht wie Interviews oder so, aber alles, was Bandfotos, Videos und so weiter, diese Maske trage. Ja gut, und dann kam Corona und dann war es irgendwie so ein Ding, hat jetzt jeder. Aber trotzdem, ist mir egal, mir macht es trotzdem Spaß und ich ziehe es weiterhin durch, weil... Ich wollte es gerade sagen, also wenn, dann musst du schon durchziehen. Definitiv, jetzt, ne? Und es ist ja auch auf der Bühne oder sonst irgendwo, die Leute ziehen ihre Maske sofort wieder runter, wenn sie es nicht zwingend brauchen. Dementsprechend ist es ja auch noch was anderes, wenn man sie immer aufhat. Ja, das stimmt. Heute habe ich sie nicht auf, weil ich sonst irgendwie mit Interview... Das wäre, glaube ich, ein bisschen weird, oder? Ja, fände ich auch. Ihr habt euer Musikvideo, euer letztes jetzt, Music Illustration genannt, statt zum Beispiel Lyric Video oder Musikvideo. Der Begriff machen wir jetzt neu. Habt ihr den erfunden oder gibt es sowas schon? Habe ich vorher nämlich noch nicht gesehen. Und was ist das überhaupt? Das kam im Endeffekt, also du darfst schon gleich erklären, warum dann so...
wir hatten eigentlich nicht die Kohle oder die Zeit, ein richtiges Musikvideo zu drehen. Und haben auch gesagt, wir haben jetzt schon zwei und es sind noch zwei große in Planung. Und wir würden gerne so einen Visualizer machen, nennt man die ja momentan. Einfach, dass die Hintergrundbeleuchtung im Endeffekt auf den Beat der Musik sich verändert. Und das hätte relativ einfach und schnell und billig werden sollen. Und dann kam Jonas wieder mit einer neuen Idee und dann wurde es doch wieder viel Aufwand und ein Haufen Arbeit. Und das Endergebnis war dann das IMR-Video, wo dann in der Band intern Diskussionen entstanden, ist das jetzt nun ein Visualizer oder ist das ein Musikvideo? Und wir wussten eben nicht, was es eigentlich ist und deswegen dachten wir, okay, wir finden ein Zwischending und erfinden ein Wort und haben es eben Music Illustration genannt, weil ehrlich gesagt, es ist genau das, was es ist. Es ist die Musik, die illustriert wird durch das, was wir eben als Video gedreht haben. Aber eben nicht wirklich. Es ist ja irgendwas dazwischen. Man kann es nicht wirklich definieren und ja, so gesehen haben wir das Wort erfunden. Ja. Was habt ihr denn für die Zukunft noch geplant, vorausgesetzt, man darf irgendwann mal wieder Shows spielen? Oder hättet ihr für dieses Jahr denn schon Shows gehabt eigentlich? Also theoretisch ja. Genaue Daten musst du leider den Jonas fragen. Er ist, wie gesagt, er managt alles, was uns natürlich viel Kopfarbeit abnimmt. Ja. Ich glaube, also initial war, glaube ich, im Mai eins geplant, was ja eh hinfällig ist. Ja. Und ich glaube, er hat was von September erwähnt. Wir wollten das Album mit einem Auftritt releasen als Release-Gig. Klar. Das ist natürlich das Optimum, aber... Richtig, das ist halt die Frage, ob wir das jetzt hinkriegen oder nicht. Deswegen haben wir es ja schon mal verschoben. Allerdings haben wir jetzt eigentlich beschlossen, das nicht mehr zu verschieben, selbst wenn man im September nicht auftreten darf. Sowas lässt sich halt auch nicht ewig verschieben. Also wir haben ja jetzt geplant, noch 3 Singles zu releasen, bevor das Album kommt im September. Und würden wir das Album jetzt nochmal verschieben... müssten wir ja noch irgendwas dazwischen machen, damit die Leute ja auch nicht das Interesse an uns verlieren. Und wir hätten ja bis September theoretisch 6 Singles released. Das Album hat insgesamt 11 Songs. Wenn wir da jetzt noch mehr releasen, dann lohnt es sich eigentlich fast nicht mehr, das Album zu hören, weil man ja schon mehr als das Album kennt. Also, ja. Von daher haben wir das mal gelassen. Aber der Trend geht aber ja trotzdem zu den Singles. Also wirklich dieses hier, da, hab da Album, das war ja damals so, aber das ist ja irgendwie seit ein paar Jahren auch dank Spotify und Co. Das nicht mehr so, ne? Wie würdest du sagen, es macht mehr Sinn, deiner Meinung nach, das wirklich Single für Single auch zu machen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe den Trend schon festgestellt. Ich glaube, als erstes, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen spät dran, habe ich bei Bring Me the Horizon gesehen. Die haben das ja so gemacht und wahrscheinlich schon 10 Bands vor denen. Ja. Und ich finde es gut und vielleicht steuern wir auch auf diesen Trend hin. Wir wollten halt nochmal ein Album machen, weil wir es cool fanden, ein Konzept zu haben, was wir haben für dieses Album, eben diese ganzen Trap-Elemente und dieses Muster, was wir reinmachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das auch durchziehen werden jetzt für die nächsten Releases. Also ob wir nochmal ein Album machen werden oder eher Singles machen werden oder vielleicht EPs. EPs, Ich glaube, dass es auf EPs rausläuft, was so ein Zwischending ist. Ja. Ist halt für so kleine Bands wie uns am einfachsten, weil du zahlst weitaus weniger Kohle, weil 5 Songs ist einfach viel weniger als 10. Es ist einfach, es ist so viel weniger Geld, wenn wir pro Song zahlen wir halt 500 Euro allein fürs Mixing und Mastering, gell? Ja. Und das ist halt heftig. Was meint ihr denn, wie die Mucke auch live ankommt? Weil, also, ihr habt es ja noch nie live performt bisher, oder? Wir haben es live performt, aber nicht vor einem Publikum. Ja. Wir haben geprobt. Ich meinte schon vor Publikum. Ja, ja. Nein. Ich bin überzeugt davon, dass es sehr gut ankommen wird. Einfach dadurch, dass wir technisch auch ganz anders aufgestellt sind. Wir haben ein ganzes Rack, also mit In-Ear-Monitoring und wir haben Playbacks, die in unserem Kopf laufen. Wir haben Click-Tracks. Wir wissen quasi genau, wann wer einsetzen muss. Breakdowns sind so sauber wie noch nie. Das hatten wir davor nicht. Ja. Wir kamen davor schon gut an und wir werden jetzt einfach nur noch besser ankommen. Denke ich auch. Hat man einmal In-Ear, dann will man es nicht mehr hergeben, ne? Unglaublich. Vergiss es. Das geht nicht mehr ohne. Ja. Du hast ein Männchen in deinem Ohr, das sagt Refrain in 3, 2, 1 und du weißt, der Refrain kommt und weißt einfach, du musst jetzt. Ja? Und es ist bei uns wirklich auch vor allen Dingen jetzt, wir haben das beschlossen, auch mit dem Albumprozess, dass es bei unseren Songs nicht mehr ohne geht. Wenn man sich Mannequin jetzt anhört, der Breakdown am Schluss, wie soll ich den... Das ist so ein Todes-Breakdown, ey. Wie soll ich den ohne Klick spielen? Also da würden wir ja bei 5 Leuten, würde 5 unterschiedliche Einsätze kommen, weil keiner weiß, wann es weitergeht. Und wir haben noch Breakdowns auf dem Album,
die noch viel langsamer sind und die. Also da kann ich nicht mitzählen. Da brauche ich Klicks, sonst weiß ich nicht, wann ich anfangen muss. Deswegen. Ja. Umso mehr Spaß wird es dem Hörer machen. Ja, denke ich auch. Definitiv. Ja. Ich stelle mir das so krass vor, ihr habt dann bestimmt irgendwie auch so eine ausgeklügelte Lichtshow oder irgendwie so Elemente. Wollt ihr da ein bisschen was erzählen, wie da euer Setup ist? Würde mich interessieren. Ja, wir haben genau das, was du gesagt hast, eine Lichtshow programmiert. Letzte Woche war ich am Programmieren für eine Lichtshow mit Jonas für unser nächstes Musikvideo. Und wir haben vier LEDs, vier LED-Bars und ein paar LED-Strahler und die kann man alle über ein Programm ansteuern und das sagt ihnen genau zu diesem Zeitpunkt musst du genau da leuchten oder hier ein Stroboskop oder hier aus sein. Und ja, das macht natürlich dann noch mehr Spaß, wenn man sieht, ey, jetzt kommt der Breakdown, jetzt hittet alles und dann ist auch noch das Licht da. Ich meine, was willst du mehr? Das ist quasi für die Ohren und für die Augen. Mehr Show kannst du nicht machen. Nebelmaschinen haben wir noch. Aber das Wichtigste, jetzt unabhängig davon von der ganzen Technik, ist, wir üben ja die ganze Zeit daran, unsere Performance zu verbessern und dafür ist er verantwortlich, das liegt davor gar nicht. Der Sebi ist quasi unser Coach, was Performance angeht, wie wir uns bewegen, wann wir uns bewegen, dass wir uns gleichzeitig bewegen, das kommt alles von ihm. Also, dass wir auf der Bühne gut aussehen, das ist seine Verantwortung und das hat er gut gemacht. Dann, Sebi, gib uns mal 3 Hard Facts, so die Basics des sich vernünftig Bewegens auf der Bühne. Das ist aber so, auch wieder. Schüttel mal was aus dem Ärmel jetzt. Das ist auch wieder sehr, das ist sehr unschuh wieder, weil ich sag mal, ein Death Metaler bewegt sich anders als ein Chor-Kid. Das ist halt einfach. Aha. Das ist schwierig zu sagen. Das kommt drauf an, wenn man jetzt sich so die 2010er Metalcore-Bands anschaut, die dann alle in Synchronität, in perfekter Synchronität headbangen. Ganz so machen wir es nicht, aber sowas. Wir finden es halt geil, wir sind da mit aufgewachsen und haben das gehört früher und wir schauen halt einfach, Anton ist halt unser, ja, er ist jetzt nicht so der Bewegungsgott und da muss man ein bisschen nachhelfen und dann, wenn wir Video drehen, dann schauen wir halt, wie würde er sich bewegen und dann sagen wir mal, der Move ist cool und der Move ist cool. Bei Lunatic haben wir so eine Szene drin, wo alle irgendwas Spezielles machen, das dann irgendwie zusammengeschnitten ist. Da haben wir mit Anton halt gesagt, er soll die Gitarre werfen und so Zeug im Endeffekt. Aber 3 Hard Facts kann ich jetzt wenig geben, ist schwierig zu sagen. Kann man nicht so. Taktgefühl haben ist echt wichtig, ja. Und am besten dann Crapcore-mäßig ganz weit runtergehen. Ein Gefühl dafür haben, welcher Part jetzt vom Song kommt. Also, wenn ein Refrain kommt, dann wirst du gefälligst nicht deinen Breakdown-Headbang-Move machen. Ja, und alles geben, tatsächlich, das ist echt wichtig, du musst richtig durchgeschwitzt von der Bühne gehen, das ist das Allerwichtigste und Spaß dabei haben. Ja, liebe Shepherdcaller, danke, dass wir da sein durften, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anschauen und wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt. Wir haben definitiv Spaß, euch neue Mucke zu bringen und freuen uns auch drauf auf die nächsten Singles und das Album und hoffen, euch taugt's. Nein, wir wissen, euch taugt's. Also wer Alchemist noch nicht kennt, zieht euch unbedingt die Musikvideos rein. Das ist mal was ganz was anderes. Sehr erfrischend. Hat auch viele Elemente drin, die man vielleicht so noch nicht kennt. Ihr würfelt da ja immer gerne bunt was zusammen. Aber es passt auch zusammen und ich glaube, so, genau so soll es auch sein. Gutes Schlusswort. Dann wäre ich fertig für heute. Okay, ja, mega. Dann halte ich jetzt nochmal. Dann machen wir jetzt mal aus und machen mal hier vor allem dieses. Ich hasse das. Ich könnte niemals YouTuber sein, weil dieses grelle Licht, gell? Ja. Watch all of you. You only bring joy. Und wenn ihr keine News mehr verpassen wollt und immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt und die lokale und Underground-Metal-Szene und quasi alles supporten wollt, dann folgendes. Abo dalassen, kommentieren, uns auf Facebook folgen, uns auf Instagram folgen und auf TikTok nicht, weil das haben wir nicht. Danke. Kleiner Disclaimer noch von mir. Wir sind zwar untrue, aber true ist auch cool. Wir feiern alle Arten von Metal und
Jeder soll hören, was er will. Habt Spaß dabei. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.